Hi Leute, Marvin hier. In diesem Video möchte ich euch 8 Übungen zeigen, die ihr machen könnt, wenn ihr ein Lymphödem in den Beinen habt. Und die werden euch enorm helfen, die Lymphflüssigkeit aus euren Beinen zu bringen. Deswegen macht die Übung auf jeden Fall regelmäßig. Am besten jeden Tag für 10 bis 20 Minuten und ihr werdet mit der Zeit damit auf jeden Fall Erfolge erzielen können. Deswegen schaut euch das Video auf jeden Fall bis zum Ende an. Nun geht es schon direkt los mit der ersten Übung. Und zwar am besten stellt ihr dafür eure Beine einmal an und dann fällt euch die Übung auch leichter. Und was ihr jetzt macht, ist einmal eure Hände auf den Bauchnabel zu legen. Und Ziel des Ganzen ist es, einen Widerstand mit euren Händen im Bauch zu geben. Das heißt, dass ihr Schwierigkeiten habt, den Bauch richtig groß zu machen und dass euer Zwerchfell etwas stärker arbeiten muss. Und dadurch werden die Lymphknoten sehr, sehr stark aktiviert. Und das macht ihr für 10 lange Atemzüge. Das heißt, ihr atmet tief ein, macht es am besten gleich mit, legt euch auch gleich hin, macht das Video auf Pause und atmet tief ein durch die Nase, circa 4 Sekunden einatmen und wieder ausatmen. Ihr könnt auch die Luft ruhig länger anhalten, das ist auch nochmal sehr gut. Ich mache das jetzt bloß etwas schneller. Hälfte habt ihr schon, denkt immer an den Widerstand, den ihr mit euren Händen gebt. Und nur noch 3 tiefe Atemzüge. Und der Widerstand mit den Händen wird beibehalten. Und die zweite Übung ist, dass ihr die Beine einmal zur Seite bewegt und einmal in die Richtung, dass ihr hier eine Dehnung verspürt. Haltet die Position für 2 bis 3 Sekunden und dann wechselt ihr in die andere Richtung. Und dann geht es wieder rüber. Und jede Seite macht ihr 10 Mal. Und ihr könnt auch noch zusätzlich eure Hand auf der gegenüberliegenden Seite legen und da einmal tief einatmen, dass ihr auch in der Seite eine verstärkte Atmung habt. Häufig werdet ihr spüren, dass das schon gar nicht so leicht ist, das anzusteuern. Super, wenn ihr das 10 Mal gemacht habt, dann kommt die nächste Übung. Was ihr jetzt einmal macht, ist, dass ihr euren Po einfach zusammendrückt, ja, in dieser Position. Damit geht dann auch automatisch der Rücken in die Liege und das ist sozusagen die Anfängervariante. Wenn ihr die fortgeschrittene Variante noch nicht könnt, und ihr könnt dann auch mal ruhig an euer Gesäß anfassen, ob ihr merkt, dass ihr da eine Spannung enthalten habt oder halt nicht. Wenn nicht, müsstet ihr das auf jeden Fall ja noch mehr üben oder ihr macht gleich die zweite Variante, wenn das für euch zu leicht ist. Das macht ihr auch wieder 10 Mal. Und wenn ihr das 10 Mal gemacht habt, dann macht ihr entweder direkt die nächste Übung oder guckt euch natürlich noch die zweite Übung an. Vielleicht könnt ihr die auch gleich mitmachen. Und zwar die klassische Brücke.
Bestenfalls wäre es so, dass das Kopfteil jetzt komplett flach ist. Ich habe das aber extra bewusst etwas angehoben, damit ich nicht komplett flach liege. Und zwar, was ihr dann macht, ist, dass ihr eure Fersen so weit nach außen stellt, dass ihr eure Fersen noch sehen könnt, wenn ihr den Kopf einmal zur Seite bringt. Und dann geht ihr mit eurem Gesäß hoch, Wirbel für Wirbelkörper, und geht langsam Wirbel für Wirbelkörper wieder runter. Und das Ganze wiederholt ihr wieder für 10 Mal. Und wenn ihr oben seid, dann spannt ihr maximal noch den Bauch und das Gesäß an. Die Hälfte habt ihr schon. Und auch die Oberschenkel spannt ihr massiv an. Nur noch 3 Stück. 8, 9 und die letzte Wiederholung. Klasse. Was ihr dann macht, ist einmal die Hüftabduktion und Adduktion, und da stellt ihr auch wieder die Beine so an und kippt einmal das Bein nach außen und zieht es wieder ran, und dann für die andere Seite. Und ihr könnt auch beide Seiten gleichzeitig machen, wenn es für euch zu leicht ist. Ist auch noch eine gewisse Zeitersparnis. Und da macht ihr insgesamt 20 Wiederholungen von. Und dann habt ihr schon die Hälfte geschafft. Die letzten beiden Übungen werden noch einfacher. Dementsprechend bleibt auf jeden Fall dran, weiterzumachen. Und die Hälfte. Wichtig dabei ist auch während der Übung immer tief ein- und auszuatmen, ja, dass ihr einen ruhigen Puls habt und dass auch die Lymphknoten vor allem noch vermehrt in der Bauchregion aktiviert werden. Nur noch 3 Wiederholungen. 1, 2 und 3. Klasse. Bei der nächsten Übung ist es so, dass ihr eure Ferse und euer gesamtes Bein maximal nach unten drückt. Und damit... Und da könnt ihr auch zum Beispiel die gegenüberliegende Seite anstellen, dann fällt es noch ein bisschen leichter. Und Ziel des Ganzen ist, dass ihr den vorderen Oberschenkelmuskel aktiviert. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das macht ihr auch wieder 10 Mal in dieser Position. Ich zeige euch aber auch schon mal die zweite und auch dritte Variante. Die zweite Variante ist quasi die hier. Und die könnt ihr auch wieder 10 Mal machen. Und für die Zuseher, die besonders fortgeschritten sind, die können auch einfach mal diese Position für 60 Sekunden halten. Und da werdet ihr mit der Zeit dann schon einen starken Druck im vorderen Oberschenkel, im Quadrizeps spüren. Dementsprechend versucht die Position zu halten. Und dann wieder zurück. Ansonsten macht ihr die vorherigen Übungen, ihr passt das an euer gerade sozusagen an, wie es euch damit geht. Was ihr als nächstes macht, ist, dass ihr die Ferse einmal ranzieht und wieder zurück. Zack. Ran und zurück. Das könnt ihr auch insgesamt 10 Mal machen. Das ist jetzt in dem Fall für eure hintere Oberschenkelmuskulatur vor allem, aber natürlich auch für den Hüftbeuger. Und wenn euch das zu leicht ist, dann legt euch da einmal auf den Bauch, und da könnt ihr zum Beispiel auch einmal die Ferse Richtung Gesäß bewegen, und dann habt ihr auch nochmal eine schöne Übung für die Hinterrückseite, und da macht ihr insgesamt auch 10 Stück von. Wenn euch das zu leicht ist, könnt ihr auch ruhig auch 20 Wiederholungen machen, und natürlich auch beide Beine immer. Ihr könnt auch beide Beine gleichzeitig theoretisch gesehen machen oder halt im Wechsel. Je nachdem, wie es für euch besser ist. Was ihr dann macht, ist, dass ihr eure Zehen Richtung Kniescheibe bewegt und wieder weit wegstreckt. Und ranziehen und wegstrecken. Und das macht ihr im Wechsel, oder könnt ihr es auch zusammen machen.
und im besten Fall für ca. 60 Sekunden. Und das ist so eine Standardübung, sag ich mal, in der Lymphtherapie, die man auf jeden Fall mehrmals am Tag machen sollte, weil die da immer wieder eure Lymphpumpe aktiviert und das ist wirklich essentiell für den Erfolg, um die Flüssigkeit letztendlich abzutransportieren. Und dementsprechend macht das ruhig mehrmals am Tag, immer wenn ihr daran denkt. Im besten Fall lagert ihr auch noch die Beine hoch, das wäre jetzt noch optimal, ja. Wenn ihr ein Lymphkissen habt oder legt darunter noch zwei Kissen oder so und dann sind die Beine noch hochgelagert, das ist wirklich dann absolut top. Wenn ihr das 60 Sekunden gemacht habt, dann bewegt ihr die Zehen einmal, krallt ihr einmal die Zehen und streckt die wieder. Krallen und strecken. Und das macht ihr auch nochmal 10 Mal. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Wunderbar. Wenn ihr jetzt die 8 Übungen gemacht habt, seid ihr schon auf einem guten Schritt. Ihr könnt auch die Durchgänge ruhig 2 und 3 Mal machen, je nachdem, wie intensiv für euch die Übungen sind. Wenn die Übungen wirklich für euch sehr, sehr leicht sind, dann macht die ruhig 2, 3 Mal. Das ist überhaupt kein Problem. Das muss man ein bisschen anpassen an sich selber. Man sollte sich nicht überfordern, aber auch nicht unterfordern. Und das werdet ihr auch spüren, wenn ihr die Übung regelmäßig macht. Dass wenn ihr, sag ich mal, noch Anfänger seid und ein Durchgang absolut schwierig ist, wenn ihr das mehrere Wochen macht, wird euch das irgendwann leicht fallen. Und ihr könnt es dann auch ruhig eine zweite Runde machen. Dementsprechend macht das auch auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Sinn. Da könnt ihr einfach nochmal vorne auch das Video von vorne beginnen. Zweite Runde und dann vielleicht auch dritte Runde nochmal von vorne beginnen und dann habt ihr auf jeden Fall auch einen sehr, sehr guten Plan. Ihr könnt aber auch jede Übung für sich 2 bis 3 Mal machen, wenn es für euch intensiv genug ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich habe auch schon ein zweites Video zum Thema Lymphdrainageübungen gemacht. Und das werde ich hier oben mal verlinken. Außerdem habe ich auch zum Lymphdrainagegerät auch schon mal ein Video gemacht, was auch sehr, sehr hilfreich ist. Und das werde ich auch einmal verlinken. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem weiteren Video wieder. Bis dahin, ciao.